Hi, hier in diesem Video geht es mal um die Parrot Disco. Das ganze Paket hier wird in den letzten Tagen ziemlich günstig angeboten. Ich habe ihr zugeschlagen beim eBay Wow Angebot. Das hieß da, sich kurz bei eBay Wow anmelden, dann nochmal 50 Euro kassieren effektiv und die Drohne hier ersteigern oder beziehungsweise kaufen für 289 Euro. Das ist ein ziemlich guter Kurs, finde ich, zumal das Paket hier komplett ist. Also es handelt sich hierbei um eine Nurflügler-Drohne, die ziemlich viel auf die Reihe kriegt, GPS hat, recht schnell ist, also 80 Stundenkilometer soll sie drauf kriegen, Autoassistent-Funktion, also die landet dann selbstständig. Da habe ich ein Video reingestellt, war mein erster Flugbesuch, war dann noch katastrophal, beziehungsweise das Auto landen. Denn da müsst ihr euch merken, da wo die eingeschaltet wird, ist für sie der Landepunkt. Wenn ihr euch wieder mit der Drohne weiter bewegt und sie woanders starten lässt, das zählt dann nicht. Das war Problem da die Drohne in den Baum gelandet ist, effektiv beim Landen. Flugzeit ist hier 45 Minuten, das ist ziemlich realistisch. Man kann durch ein bisschen Bastelei auch die Flugzeit massiv steigern noch Mir reichen die 45 Minuten hier aber vollkommen aus. Dann hat man hier diese First-Person-View-Brille. Das ist eigentlich so eine Art Cardboard von Google in ein bisschen höherer Qualität. Da schiebt man sein Handy rein. Und hat dann so eine 3D-Sicht oder 2D-Sicht Auf jeden Fall sieht man das, was die Drohne sieht. Gescheiter Controller ist auch dabei. Die Reichweite ist auch recht gut hier von dem Gerät. Ich habe es ja schon fliegen können. Und wenn man den Autopiloten nutzt und leider muss man dann eine App dazu kaufen oder eine App-Erweiterung hier. Wenn man die Erweiterung auch noch kauft, dann kann man hier extreme Reichweiten mit erreichen, da die Drohne dann autonom fliegt. Da sind dann auch mal mit dem größeren Akku über 50 Kilometer überhaupt kein Problem. Die fliegt dann ihre Route ab und wenn sie fertig ist, kommt sie zurück. Man kann natürlich nur hoffen, dass der Akku dann auch noch reicht, weil die Sachen sind natürlich immer wieder abhängig vom Gegenwind zum Beispiel. Fliegt die Drohne hier schnurstracks in irgendeine Richtung und man denkt, Akkulaufzeit müsste hier reichen und will man sie dann aus richtiger weiteren Entfernung wieder zurückholen, man hat aber extremen Gegenwind, kann es sein, dass der Akku dann doch nicht mehr reicht. Ich wäre also mit diesen extremen Reichweiten-Tests dann doch ein bisschen vorsichtiger, aber so 20 Kilometer sollten eigentlich immer drin sein, wenn man die App dazu nutzt. Darf man hier eh nicht machen, aber theoretisch wie gesagt. Gut. Packen wir das Ganze mal aus. Fliegen werde ich sie heute nicht mehr. Ihr habt ja schon ein Crash-Video von der Drohne hier. Da könnt ihr euch dann erstmal mit vergnügen. Ich habe jetzt hier Ersatzteile bestellt. Ich werde das Ganze hier unter dem Video posten. Da waren die Ersatzteile extrem preiswert. Normal sind die Ersatzteile für die Parrot eine Katastrophe. Man kriegt nämlich nur alles in doppelter Ausführung. Also ist ein Flügel kaputt, muss man zwei kaufen. Ist ein Servo kaputt, muss man zwei kaufen. Das ist natürlich dann schnell teuer und wenn man dann bei Parrot selber bestellt, ist man sehr schnell sehr viel Geld los, weil die nehmen auch noch horrende Preise. Ich habe die Sachen hier ziemlich günstig gekriegt, da müsst ihr aber gucken, die Preise ändern sich auch bei diesem Anbieter. War aber doch ich habe glaube ich für Flügel und Servos jeweils zwei Stück insgesamt knapp 77 Euro bezahlt. Plus nochmal Versand dabei, das ist doch richtig heftig, da nur die Servos bei Parrot 99 alleine kosten. Im Paket hat man hier eine Halterung für euer Smartphone. Ihr könnt da an die Fernbedienung schrauben. Hier mal an die Seite. Dann die Drohne selber. Hier noch mal ein bisschen geschützt durch solche Schaumstofffolien oder Kappen. Dann hat man hier den Controller. Diese Kappe mal ein bisschen weiter wegschieben, das stört sonst. Hier ist aufgebaut so ein bisschen. PlayStation, Xbox Controller hat eine sehr seltsame Art der Antennenkonstruktion, also die Flächen hier, scheint aber recht effektiv zu sein. Ist wahrscheinlich sehr gerichtet, man sollte also schon die Fernbedienung in Richtung der Drohne halten, wenn man weitere Strecken zurücklegen möchte. Ansonsten ist natürlich relativ egal das Ganze, wenn man im Umkreis sagen wir, von 100 oder sagen wir, 500 Metern fliegt, dann ist das glaube ich ziemlich wurscht. Das Ganze wird hier so eingerastet und festgeschraubt mit so einem Gredelrädchen. Mache ich jetzt nicht. Ich werde jetzt wie gesagt, heute eh nicht fliegen.
Fühlt sich sehr wertig an. Der Widerstand ist ziemlich gut. Also nicht halt so wie bei Billigcontrollern. Ich glaube, man kann sogar die Höhe hier noch einstellen. Dürfte gehen. Man hat hier die Auto-Start- und Landefunktion. Heißt, man hält die Drohne fest am Flügel. Dann drückt man den Knopf hier, dann geht's dann irgendwann halt, dreht der Motor auf und dann schiebt man sie in Richtung Luft. Also am besten ein bisschen Gegenwind sollte da sein halt, also kein Extrem, aber leichter. Dann gegen den Wind halt und dann startet sie automatisch, zieht hoch und dreht ihre Kreise. Da solltet ihr natürlich schon achten halt, so eine Nurflügler-Drohne landet nicht jetzt wie ein Quadcopter gerade nach unten und schlattelt auch nicht so. Der braucht schon ein bisschen Fläche. Wenn ihr das Ding starten wollt, sollten also nicht allzu viele Bäume direkt in der Nähe sein. Also 80 Meter steht hier Umkreis frei. Ich gehe mal davon aus, dass der Umkreis doch ein ganz Stück größer sein sollte. Nehmt euch also doch einen Platz, der ausreichend ist. Wie gesagt, hier starten und landen. Landen dasselbe halt. Man sucht sich eine Fläche aus zum Landen, die recht viel Breite hat und auch einen ganzen Weg wie ein Flugzeug halt. Das Ganze braucht halt zum Landen doch eine Strecke. Dann lenkt man das Ganze in die Richtung halt der Landebahn. Wenn man hier zum Beispiel so ankommen würde, dann sollte hier ein Streifen, der breit genug und lang genug ist, da sein. Und dann geht man hin, wenn sie sagen wir jetzt hier ist, drückt man den Knopf und dann geht sie runter und landet. Bestenfalls ist da eine Wiese und nicht gerade Asphalt und auch nicht allzu viel Sträucher, denn das hat das Problem, die Drohne hier, dass sie aus einer Art Styropor besteht. Also die untere Fläche ist ein Hartschaum. Wenn da was im Weg liegt, macht man sich schnell Löcher in die Fläche rein. Muss ja nicht sein, sieht unschön aus, kann man sehr, sehr gut wieder reparieren, aber ist halt nicht gerade so optimal. Die Knöpfe A und B habe ich jetzt gar nicht benutzt, großartig. Ich habe die Bewandtnis noch gar nicht drauf. Hier startet man das Ganze. Einfach lange drücken, dann geht die Drohne an. Comic-Home-Funktion, wenn sie mal ein bisschen weiter weg ist, kann man sie hiermit zurückholen. Hier hat man die Einstellungen. Die Einstellungen deswegen interessant als einzelner Knopf. Schon mal könnte man jetzt sagen, ich habe auf dem Display meine Einstellung. Deswegen relevant, weil man kann halt die Brille aufsetzen und dann kann man hier mit dem Knopf die Einstellung aufrufen. Man kommt dann nicht mehr ans Touch-Display des Handys. Dann hat man hier noch Knöpfe auf der Unterseite. Einmal den und den hier. Dann hat man hier auch solche Räder. Die sind dazu da, den Kamerawinkel zu verstellen, rauf und runter. Und einmal die Blende der Kamera einzustellen, also die Helligkeit förmlich der Aufnahme. Knopf. Also hier müsst ihr mal selber kurz gucken. Ich gucke gleich mal ins Handbuch rein. Einer ist von denen für die Aufnahme, glaube ich, auch zuständig, von Video oder Fotos. Hier habt ihr nochmal einen USB-Eingang. Den verbindet ihr halt mit eurem Smartphone. Und dann ist das Ganze halt soweit auch startbereit, relativ schnell. Kabel hier rein, Kabel ins Smartphone reinstecken, Halterung anbringen oder das Ganze in die Brille reinstecken. Und die Drohne ist auch recht fix zusammengebaut und gut ist. Hier hat man den Ladeanschluss. Da wird ein Ladegerät beigeliefert, aber ich packe das mal aus, dann seht ihr mehr. Und wie gesagt, FPV-Brille. Hier wird einfach an der Seite diese Schublade rausgezogen, euer Handy passend eingebracht halt. Die Klappe kann man hier aufmachen, Handy passend einbringen halt. Und hier hat man noch ein Guckloch. Die Brille ist hier auf der Seite hier transparent, sieht zwar nicht so aus, ist aber so. Und man kann dann in der Brille auch umschalten zwischen Sicht nach außen oder Sicht auf das Display. Packen wir das über die Seite rein. Weiteres Zubehör, hat hier das Netzteil, standardmäßig natürlich, und der Akku. Die Kabel liegen dann auch noch in der Box drin. Das Netzteil hier bietet mehrere Aufsätze, die man hier drauf drehen kann. Ich habe natürlich den deutschen genommen. Hier kann man aber auch im Ausland halt, hat man die passenden Stecker schon mitgeliefert, halt, kann man auch einen USB-Anschluss draufstecken. Man drückt einfach den Knopf und dreht das Ganze ab und wechselt das. Mit einigen Kabeln hier wird ein Kabel reingesteckt. Hier gibt es zwei bei, liegen zwei bei. Einer ist zum Laden der Akkus
Und einer ist halt zum Laden der Fernbedienung. Ist natürlich schade, dass hier bei dem Ladegerät nicht zwei Ports sind, dass man beides parallel laden kann oder vielleicht sogar noch mehr Ports und mehrere Akkus gleichzeitig laden kann. So muss man das nacheinander machen. Gut, ist bei der Drohne jetzt nicht ganz so entscheidend, weil die Flugzeit auch recht gut ist, 45 Minuten. Ich denke mal, danach hat man wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel Lust, weiter zu fliegen. 45 Minuten ist doch schon eine Menge. Kommen wir mal zum runden Body selbst. Ganze sieht erstmal ohne Flügel so aus, dass man hier hinten einen Klapppropeller hat, der sich beim Landen natürlich einklappen muss, sonst wird ja jedes Mal der Propeller zerstört werden. Hier sind die Servos, also die bzw. die Halterung für die Flaps der Flügel. Die werden hier so reingeschoben, die Flaps oder die Flügel. Und das Ganze ist ein Servo. Der wird dann halt gesteuert. Das sind die einzigen Kontrollmöglichkeiten, die man im Prinzip hier bei der Drohne hat. Über die Flaps wird die ganze Drohne komplett gesteuert. Dann hat man hier den Einschaltknopf, der auch gleichzeitig, wenn der wegkommen sollte, habt ihr ein Problem, ihr müsst ihn nachbestellen, weil der auch ein Luftwiderstandsloch hier hat. Der misst also den Luftwiderstand über dieses Loch hier vorne und errechnet darüber die Geschwindigkeit gegen den Wind. Braucht das Ding hier zum Landen. Ist nötig. Hier hat man die Kamera, die ist stabilisiert und sie bietet so eine Art Gyroskop oder beziehungsweise Gimbal-Effekt. Ist natürlich kein wirklicher Gimbal eingebaut. Das liegt einfach daran, die Auflösung der Kamera ist hier, glaube ich, mit 14 Megapixel angegeben. Da werden aber trotzdem nur wird hier nur maximal Full HD-Material ausgegeben. Das heißt, wenn man die Kamera im Winkel verändert, dann ändert sich eigentlich nur der Bereich des Sensors, der genutzt wird. Und man hat also jetzt hier im Prinzip hat man hier einen 4K-Sensor eingebaut, sogar noch höher. Und die Fläche des Sensors halt wird dann halt verschoben, beziehungsweise das Bild, was auf dem Sensor aufgenommen wird, wird dann halt beim Ändern des Winkels verändert. Und dadurch bekommt man ein Full-HD-Bild, was stabilisiert ist und wo man dann halt auch die Neigung ändern kann. Interessantes Konzept, nicht vergleichbar unbedingt mit dem Konzept einer DJI-Drohne, die auch das wesentlich bessere Bild liefert. Aber das Paket hier bietet dafür andere Vorzüge oder hat dafür andere Vorzüge hier. Man hat hier einen Nurflügler. Nurflügler heißt, er macht natürlich seinen eigenen Auftrieb und das Ganze fliegt dadurch dann halt auch die 45 Minuten, beziehungsweise mit einem anderen Akku, mit ein bisschen Bastelei auch mal 1,5 Stunden, was schon sehr, sehr viel ist für eine Drohne. Hier hat man nochmal die Art, wie man das Ganze mit dem Akku versorgt. Ist eigentlich relativ einfach gehalten, das Ganze. Man hat hier Magnete. Das Ganze rastet dann automatisch ein. Einfach hier zu und hat kein Gefummel, keine Schraube. Das ist die wichtigste Einheit hier im Gerät. Im Prinzip halt der Flight Controller mit allen möglichen Eigenschaften, die man heute so haben muss. GPS mit GLONASS und dann hat man hier einen Barometer eingebaut, Neigungssensor, die ganze Telemetriesache, Funk, das ganze Komplettpaket halt ist hier eigentlich drin. Hier unten sind auf der Unterseite sind dann nochmal hier so zwei Platten. Darunter befinden sich einmal die Antennen. Zwei Stück jeweils. Und das hier gehört auch schon wieder zu dem Shock-Controller. Das ist ein Ultraschall- und ein Optical Floor-Sensor, also eine Kamera, einmal hier auf der Seite. Und auf der anderen Seite hier, der größere, ist der Ultraschallsensor. Der misst die Höhe und der Optical Floor Sensor über die Kamera misst im Prinzip halt, wo er sich gerade am Boden nochmal befindet halt. Er erkennt Strukturen, wie bei einer Maus auch, kann er dadurch ja Bewegungen erkennen. Die hat schon ein paar Schrammen, wie ihr seht halt. Klar, das ist bei der Landung, bei dem Ding bleibt es nicht aus. Das Material ist doch recht weich. Ich habe schon gesehen, es gibt Lösungen, die kleben. Manche Leute kleben das Ganze mit einer Folie hier zu. Sehe ich jetzt auch nicht unbedingt so optimal. Das Ganze könnte man machen. Aber ich lasse es lieber so halt, weil die Unterseiten, habe ich gesehen, sind jetzt so teuer, zumindest bei dem Anbieter, den ich gefunden habe, auch wieder nicht. Wenn das also wirklich total zerschrammelt sein sollte, kaufen wir halt eine neue Unterseite. Die Oberseite dürfte länger halten. Hier seht ihr die Marke, die ich hatte, durch den Crash. Ich habe einfach von dem kaputten Flügel halt ein Stückchen abgebrochen,
habe das hier reingestopft mit ein bisschen Kinderkleber für Papiersachen und sowas halt verklebt. Nehmt da bitte keinen Kleber, also keinen Sekundenkleber, der löst das Material hier auf. Der hat wahrscheinlich eher noch ein größeres Loch hier drin. Nehmt so einen Kinderkleber, so einen Prittstift und drückt dann halt etwas von dem Rest des, wenn ihr einen kaputten Flügel haben solltet, hier rein. Dann kriegt ihr die Löcher ohne Probleme wieder zu. Man sieht das auch kaum. Gut, packen wir es auch wieder weg. Erstmal, ich mache dann gleich mal den Akku rein. Gucken wir erstmal, was für Watte ist. Habt ihr die Anleitung? Die ist relativ dick. Liegt aber zum großen Teil auch daran, dass sie mehrsprachig ist. Ihr habt da auch Deutsch. Erklärt natürlich alles wieder Optimalheit, was so benötigt wird oder was man hier beachten sollte. Ist gut gelöst, das Ganze. Findet alles soweit hier drin vor, was ihr braucht. Im Einzelnen jetzt auf die Anleitung einzugehen, ist jetzt, glaube ich, nicht so, wäre relativ sinnfrei. Aber hier steht es auch nochmal, zur Zirkularlandung wird viel Platz benötigt. Dem kann ich nur zustimmen. Die Randlandung ist dann halt vielleicht ein bisschen besser zu managen teilweise. Gut, aber das ist dann halt wirklich die Automatiklandung. 80 Meter braucht ihr dann zu beiden Seiten im Prinzip. Hier steht 80 Meter Durchmesser. Das reicht, denke ich mal, eigentlich nicht wirklich, weil sie schraubt sich einen größeren Bogen rum und stehen hier Bäume, die etwas höher sind. Dann schraubt sie sich genau in die Bäume rein, auch wenn unten die Landefläche nur 80 Meter sein sollten. Beachtet also, ihr braucht viel Fläche dafür. Hier nochmal die Angaben, wie das Ganze benutzt wird. Anleitung ist so, wie es sein muss halt. Da steht alles, was hier wichtig ist drin. Kommen wir mal zu dem wichtigsten Bestandteil einer Drohne, nämlich den Flügel. Nehmen wir hier einen raus. Sieht dann so aus. Das sind auch schon die bestellten hier, die neu bestellten Flügel der Drohne. Die waren, wie gesagt, halt, also ein Flügel war defekt. Leider bekommt man immer nur zwei Pakete. Man hat natürlich, wenn man jetzt zweimal die rechte Seite durch einen Absturz zerstört halt, hat man dann plötzlich schon mal eben vier Linke zu Hause oder drei Linke. Ist nicht mehr ganz so toll, wenn man nur zwei bestellen kann. Allerdings kostet das Ganze hier im Set halt bei dem, den ich euch unter dem Video posten werde, halt den Link halt, auch nicht die Welt. Eingebaut wird das Ganze einfach über Stecksystem hier. Man steckt hier so zwei Kohlefaserstäbe in die Drohne. Guckt, dass das hier oben passt. Und dann war es das auch schon. Ihr seht, die Drohne ist nicht gerade klein. Also da hat man nicht unbedingt die Mini-Drohne. Da sollte man also auch dran denken, denn beim Transport ist dieser Klopper hier vom Koffer auch nicht gerade angenehm. Es gibt diesen Transportkoffer von der Herstellerfirma selber, der allerdings auch recht teuer ist. Finde ich jetzt nicht so super. Transport, wie gesagt, problematisch. Gut, wieder an die Seite damit. Zum nächsten. Die Flügel, hier ist natürlich ein zweiter dabei. Hier sind die Ladekabel. Noch ein Ladekabel. USB-Kabel habt ihr eins beiliegen, aber nicht USB-C. Ihr braucht aber USB-C für neuere Handys. Müsst ihr euch besorgen, USB-C-Kabel. Ich habe es probiert, macht keine Schwierigkeiten. Sowas kriegt man halt im Billigladen. Ihr könnt euch auch ein höherwertiges besorgen halt. Das überhaupt liegt ganz euch. Ich kam mit dem billigen hier für 2,90 € bestens klar. Ich habe hier mal die Ersatzteile eingebaut, reingesteckt. Der Akku hier, der Servo ist zerstört und zwar einfach nur aus einem Grund. Ein kleines Ritzel im Servo, die sind so zig kleine Ritzel bei, da ist ein Zacken abgebrochen. Also ein Zahn ist kaputt halt. Die bekommt man nicht, hat man also das Problem halt, auch wenn nur ein Zähnchen hier abbricht, braucht man neue Servos. Schade. Das war's auch schon. Der Akku geht in die Drohne. Eingelegt hier. Mal gucken, man hat hier so eine Lücke, damit man den Kabel da unterbringen kann. Und dann passt das Ganze soweit. Den Akku hier anschließen, die Fernbedienung einschalten und dann kann man die Drohne im Prinzip auch schon einschalten.
lasse ich den Bügel ab. Macht für mich jetzt keinen weiteren Sinn. Denn hier in der Wohnung fliegen wäre, glaube ich, keine gute Idee. Ich schalte das Ganze hier ein. Dann müsste sich auch anfangen zu kalibrieren. Das Ganze. Anscheinend ist hier auch ein Mini-Ventilator eingebaut, das macht zumindest diese Geräusche. Da ist irgendwo eine Lüftung. Aber Schaltenbrust wieder, das Ganze ruhig wieder aus, denn fliegen würde ich hier eh nicht jetzt. Einfach ausschalten. Okay, kurzer Druck, ist ausschalten. Gleich hier auf der Fernbedienung. Hier muss man, glaube ich, gedrückt halten. Das war es im Prinzip auch schon hier zur Drohne. Alles weitere folgt in einem weiteren Video, das ich dann nachschieben werde. Ich werde jetzt auch mal ausgiebig fliegen. Das wird dann, scheint sich ja zu bessern in den nächsten Tagen. Auch heute schon ganz angenehm das Ganze. Dann werden einige Videos hier noch kommen. Die gehen noch ein bisschen auf die Fernbedienung ein, den 3D-Modus mit dem Helm hier oder den FPV. Im Modus halt, die Funktionen der Fernbedienung halt, was man berücksichtigen sollte und vielleicht noch ein paar Tipps, wenn mir welche auffallen sollten zur Drohne. Auch nochmal ein Video zur Erklärung halt der Software, aber das folgt in den nächsten Videos. Okay, das war's schon wieder hier und ciao!